Wollen Sie als Büroangestellte auch erst mit 70 in Rente gehen? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ja, meine Damen und Herren, gehen wir schon mal rein in den Vorschlag des Gesamtmetallchefs. Ich zeige Ihnen mal, was der in der Bild-Zeitung hier hat schreiben lassen oder die Bild-Zeitung geschrieben hat. Wirtschaftsboss fordert Rente mit 70, aber nur für Büroangestellte. Und hier, meine Damen und Herren, ist der gute Mensch, der das gesagt oder gefordert hat, und zwar der Stefan Wolf. Der ist 62 Jahre alt und der bringt längere Bürozeiten für die Büroangestellten ins Spiel. So nach dem Motto, die Büroangestellten können den demografischen Wandel in Deutschland noch retten. Aber das ist natürlich völliger Unfug. Lieber Herr Stefan Wolf, Ihr Vorschlag ist wieder so ein Ding aus der Mottenkiste, was Sie da für einen Bolzen, was Sie da für einen Rentenbolzen rausgeschossen haben. Ja, da kann man nur noch schmunzeln und sagen, in welcher Welt leben Sie eigentlich? Wenn Sie bei mir in meiner Kanzlei wären, in meinem Rentenberatungsbüro wären und Sie würden mal eine Woche lang Erwerbsminderungsrentenberatung durchführen, dann würden Sie mit Erstaunen feststellen, wie viele Menschen hier bei uns, zumindest auch in Deutschland hochgebrochen, als Büroangestellte eine Erwerbsminderungsrente anstreben, weil sie nämlich psychisch, physisch völlig kaputt sind und dem Druck und die Arbeitsverdichtung auf Arbeit nicht mehr standhalten. Viele Büroangestellte, viele von denen sind es, die früher in Rente gehen wollen, weil nämlich Arbeitskräftemangel herrscht und sie immer mehr Arbeiten von anderen übernehmen sollen, die dann in Rente gehen. Das betrifft aber nicht nur Jobs in der freien Wirtschaft, das betrifft auch Jobs im öffentlichen Dienst, in der deutschen Rentenversicherung, eigentlich überall, auch bei der Stadthalle ist das schon so, dass die Leute mir oftmals sagen, oh Herr Knöppel, ich will hier nur noch raus, über mir und unter mir, es ist das blanke Chaos, das halte ich alles nicht mehr aus, jeden Tag was Neues, jeden Tag irgendwelche Änderungen und das muss ich alles im fortgeschrittenen Arbeitsalter alles noch ertragen und mitmachen. Ich bekomme kein Lob, ich bekomme keine Anerkennung, das Geld ist mir eigentlich schon fast völlig egal und deshalb will ich nur weg. Ja, meine Damen und Herren, und vor solchen Dingen verschließt möglicherweise der Herr Wolf seine Augen. Und so kann ich einfach nur sagen, es ist ein Märchen, dass ein Büroangestellter nicht genauso, mindestens genauso hart arbeitet wie ein Angestellter, der am Fließband steht, meine Damen und Herren, der in der Werkhalle steht, der arbeitet körperlich hart. Aber man kann ja bitte schön nicht sagen, dass jemand, der mit dem Kopf arbeitet, nicht auch körperlich hart arbeitet. Denn die Geistestätigkeit ist nämlich auch eine sehr, sehr anstrengende oder kann eine sehr, sehr anstrengende Tätigkeit sein. Ja, meine Damen und Herren, im Schnitt arbeiten ja die Leute schon mit in Deutschland bis 64 und 4 Jahre und die Tendenz geht ja immer mehr dahin, dass die Leute immer länger arbeiten in Deutschland. Ja, natürlich hat der Herr Wolf seine Klientel im Augen. Er macht sich Sorgen um die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft. Ja, Herr Wolf, aber die Sorgen hätten Sie sich schon vor 20 Jahren machen müssen und nicht erst jetzt, denn die Demografie schlägt ja hier in Deutschland gnadenlos zu. Also, meine Damen und Herren, das Thema ist nicht, dass mehr gearbeitet werden muss, sondern wir müssen mehr Leute in den ersten Arbeitsmarkt bringen. Ja, und da können Sie natürlich nicht verlangen von einem 65-Jährigen, dass der die gleiche Arbeitsleistung erbringt wie ein 20-Jähriger. Wir haben zum Beispiel in den Jobcentern einiges an Potenzial noch liegen, arbeitsfähiges Potenzial, was wir bis heute noch nicht geschafft haben, anzufassen, meine Damen und Herren. Ja, und ich kann nur so viel sagen, ich finde diesen Vorschlag grauenvoll, ich finde ihn schrecklich und ich kann mich da also der Kritik der Gewerkschaften wirklich nur anschließen, so wie es der IG Metall-Chef, IG Metall-Vorstand Hans-Jürgen Urban gesagt hat. Herr Wolf, Sie sind doch ziemlich ignorant gegenüber den Belastungen der Beschäftigten. Auch im Büro herrsche Personalmangel, Leistungsverdichtung und Arbeitshetze. Schon heute schaffen es viele Beschäftigte nicht bis zur Regelaltersgrenze, die im Büro arbeiten. Ja, meine Damen und Herren, ich habe so die leise Vermutung, der Herr Wolf, der Gesamtmetallchef, denkt, dass die Leute im Büro quasi sich hier ausruhen und einen Sackgang machen. Das mag vielleicht bei dem einen oder anderen im öffentlichen Dienst so sein. Ich möchte jetzt keine Berufsgruppe direkt ansprechen, aber
Ich zum Beispiel kenne niemanden, der im Büro abgammelt und anders ist es der Fall. Es ist wirklich Druck, Hetze und sonstige Sachen, die die Arbeit sozusagen immer komplexer machen. Und zu mir kommen die Leute. Ich hatte erst jüngst eine Dame, die arbeitet bei einer staatlichen Behörde, bei einer staatlichen Strafverfolgungsbehörde. Die hat mir klipp und klar gesagt, Herr Knöppel, es ist Schluss, ich habe den Kanal voll, ich soll immer mehr machen, das sehe ich gar nicht ein. Ich soll wie ein 20-Jähriger, wie ein 30-Jähriger schuften und meine Vorgesetzten reiben sich nur die Hände und machen Planerfüllung. Nein, meine Damen und Herren, das mache ich nicht mehr mit. Ich gehe jetzt in die abschlagsfreie Altersrente. Sie hat gekündigt, das Leben ist schön und damit war es das. Ja, meine Damen und Herren, so soll es, das soll es gewesen sein. Ja, ich kritisiere diesen Vorschlag auch, er ist völlig untauglich, kann das Problem des demografischen Wandels in Deutschland nicht lösen. Was wir brauchen ist, wir brauchen wirklich eine Zuwanderung in den Arbeitsmarkt und zwar aus Deutschland heraus und auch aus dem Ausland heraus. Anders können wir das System nicht aufrechterhalten und dann wird es vielen Firmen, wenn wir das nicht schaffen, auch wirklich richtig schlecht gehen. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.